Außentemperatur minus 6 Grad, Wassertemperatur 31 Grad. Da dampft das Sohlebecken im Aqualatium. Familie Bartel genießt hier die letzten Ferientage und spürt kaum etwas von den winterlichen Temperaturen. Man denkt, es ist kalt, aber es ist gar nicht kalt. Es ist ja, der Körper warm und der Kopf ist frisch. Das ist wunderbar. Ich kam ja direkt aus der Sauna und dann hier rein. Das ist toll. Es gibt da das Motto, den Kopf halt kalt, die Füße warm. Das macht den besten Doktorarm. Ja. Abgeschreckt von den Minusgraden scheinen hingegen viele Jogger. Nur einige Hartgesottene trauen sich an den Marschsee, denn warm halten ist gar nicht so einfach. Der klassische Zwiebellook auf jeden Fall, also schön mindestens 2 Schichten anziehen und man hat viel Platz zum Laufen, es ist nicht viel los. Die Sonne scheint, das Wetter ist super, also insofern schnell laufen würde ich sagen. Auch auf dem Wochenmarkt Stephansplatz sind die Händler gegen die Kälte gewappnet. Mit Windfangplan schützen sie ihre Waren vor dem Frost. Das Zelt von Heinrich Wisseroth ist sogar geheizt. Wir haben knappe 10 Grad gehabt bei uns, wo wir losgefahren sind. Obwohl dann nachher noch ein bisschen kühler, aber es war noch auszuhalten. Solange der Wind nicht geht, sind wir immer noch zufrieden. Wir sind immer nur anfällig, wenn es sehr windig ist bei uns. Bereits am Sonntag sollen die Temperaturen wieder über dem Gefrierpunkt liegen. Bis dahin wissen die Hannoveraner, der Kälte zu trotzen.